Verwirrung. Schumacher. Hannes Riedel. Sehr schöne Aktion, die erste gelungene des ersten FC Kaiserslautern. Geier in der Mitte wartet Benny Wenz. Schon zu lange gezögert mit der Flanke. Und die Ungarn mit rechts außen Fickete. Neues. Bongard. Erneutes Foul von Ola am Spielmacher des ersten FC Kaiserslautern an Hannes Bongard. Auch das eine korrekte Entscheidung von Herrn Platopoulos. Benny Wenz, die Arme zu Hilfe genommen. Varadi, der Vorstopper. Fücke, der Gegenspieler von Hans-Peter Briegel. Die Nummer 9, nominell Mittelstürmer, aber auch er ist ein Mittelfeldspieler. Diospür Miskolc hat keinen richtigen Mittelstürmer, deswegen hat man sich zu dieser Notlösung entschlossen, Fücke, den vielleicht technisch besten Spieler, in die Mittelstürmerposition zu stellen, als Ballverteiler. Jetzt einmal Pirrung. Geier, Überzahl der Kaiserslauterer. Zu schlecht. Lechter Pass von Rainer Geier. Zu lange gewartet. Da konnte Trippelkürung natürlich nicht mehr herankommen. Torwart Werep. Auch er natürlich Nationalspieler. Mit der Nummer 3 Libero. Salamon, der bekannteste, der beliebteste Spieler hier in Nordungarn. Neues. Geier. Guter Pass von Seppelpirrung. Es fehlt noch die große Linie in diesem Spiel. Beide Mannschaften haben noch nicht zu ihrem Spielfluss gefunden. Das ist eigentlich ganz natürlich. Beide Teams kennen einander nicht, haben noch nie gegeneinander gespielt. Und auch die Informationen, die man sich beschaffen konnte, müssen natürlich auch erst einmal auf ihre Tauglichkeit überprüft werden. Borostjan, der rechte Außen. Ronny Hellström. Melzer, der sich um Totar, die Nummer 10 von Miskolc, kümmert, diesen ausschalten soll. Rainer Geier. Und der zweite Pass von ihm, der nicht gerade besonders gut getimt war, aber das kann man vielleicht auch noch ein bisschen der Anfangsnervosität zuschreiben. Salamon. Die Spieler des ersten FC Kaiserslautern ziehen sich weit in ihre eigene Hälfte zurück. Das nimmt natürlich den Ungarn den Spielraum. Beckett, der links aus.
gegen Schumacher. Einwurf für die Ungarn. Benny Wendt, im letzten Punktspiel in der Bundesliga ja dreimal erfolgreich. Varodi, keine Gefahr für Hellström. Bongard, sehr schöner Absatztrick auf Rainer Geier. Vielleicht sollte er mal einen Schuss riskieren. Bongard, Abseitsposition, klar erkannt, Werner Melzer stand bei der Flanke von Hannes Bungert im Abseits. Dennoch eine gelungene Aktion des ersten FC Kaiserslautern, die aufgezeigt hat, wie man den Ungarn auch hier auf eigenem Platz beikommen kann. Schnelle Konter über die Flügel. Borostjan, geschoben von Jürgen Groh. Beide Flügelstürmer sollen sehr trickreich sein, sehr schnell. Und erste Ecke für Miskolc. In der 9. Minute, Spielstand 0:0. Küke, die Nummer 9. Varadi, geschoben, zeigt Herr Platopoulos aus Griechenland an. Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern. Jasür Miskolc belegt in der derzeit laufenden Meisterschaft Rang 6, eigentlich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass diese Mannschaft 8 Spieler der Olympia-Auswahl praktisch der Nationalmannschaft stellt. Samstag fand hier an gleicher Stelle ein Qualifikationsspiel gegen die CSSR statt. Es gab einen 3:0 Erfolg und 8 Spieler von diesem Club, von Miskolc, waren beteiligt. Melzer, Pirung, der offensichtlich die Order hat, strikt die Linie zu halten. Melzer, ja, konnte sich nicht richtig entschließen, soll ich schießen, soll ich weitergehen, und dann kam diese Reaktion dabei heraus. Beckete, der Linksaußen. Groh, gute Abwehr und Führung. Melzer, der sich ja um Spielmacher Totta kümmern soll, mit sehr viel Freiheiten. Der Ungar geht dem Spieler des ersten FC Kaiserslautern nicht nach. Und Abseitsposition von Benny Wendt. Miskolc liegt hier im Norden Ungarns. Das ist die zweitgrößte Stadt mit etwas über 200.000 Einwohnern. Diósgyőr war bis 1945 selbstständig, wurde dann hierher nach Miskolc eingemeindet. Jetzt aber gefährliche Situation. Und erste gute Parade von Ronny Hellström bei diesem Schuss von der Nummer 2 von Außenverteidiger Santo in der 12. Minute. Hier die Wiederholung. Beckete und dann der Schuss von Santo. Glänzende Reaktion von Ranni Hellström. Zweite Ecke. Die Nummer 9. Gefährlich. Viel Glück in dieser Situation für den ersten FC Kaiserslautern. Neues auf der Linie. Noch ist die Gefahr nicht vorbei.
und dritter Eckball für den ersten FC Kaiserslautern. Gefährlich diese Ecke von Fükül auf den kurzen Pfosten geschlagen. Glück, dass Hans-Günter Neues dort stand und auch Glück, dass der Nachschuss nicht ins Spiel kam. Dritte Ecke. Briegel, Hellström und Jürgen Groh mit einem Befreiungsschlag. Der erste FC Kaiserslautern muss aufpassen, dass er sich nicht zu sehr in die Defensive drängen lässt. Freistoßentscheidung, kein Tor, kein Tor. Freistoßentscheidung, schon längst gepfiffen, bevor der Ungar zum Torschuss ansetzte. Tottau, die Nummer 10, hatte sich den Raum, den für ihn notwendigen Raum, mit den Armen verschafft. Klare Entscheidung von Schiedsrichter Platopoulos. Aber wie gesagt, der erste FC Kaiserslautern muss aufpassen, dass er nicht am eigenen Strafraum festgenagelt wird. Auch er muss zumindest ab und zu sein Glück in der Offensive suchen. Briegel, Benny Wendt. Und die Gelegenheit. Jawohl! 1:0. 1:0 durch Benny Wendt in der 14. Minute. Hervorragend die Vorarbeit von Hans-Peter Briegel. Und dann setzt sich Benny Wendt gleich gegen zwei Ungarn durch. Unhaltbar dieser Schuss aus 16 Metern Entfernung für Torhüter Werep. Damit natürlich das eingetreten, was man sich insgeheim beim ersten FC Kaiserslautern gewünscht hat, ein Tor zu schießen, wenn möglich ein frühes Tor. Hier noch einmal der Torschütze, am Freitag 3 Tore, heute sein erstes, wenn 0:1 in der 14. Minute. Erste Ecke für den ersten FC Kaiserslautern. Vielleicht können Sie es auf der Aschenbahn erkennen. Das sind Papierschnitzel. Vielleicht haben die Ungarn die Fernsehübertragungen aus Argentinien genau verfolgt. Auch sie werfen bei gelungenen Aktionen ihrer Mannschaft Papierschnitzel in die Luft. Zweite gute Gelegenheit für den ersten FC Kaiserslautern. Diesmal vergeben von Rainer Geier. Salamon, der Libero, Santo, Außenverteidiger, Briegel. Diesmal Freistoßentscheidung für die Ungarn. Ich konnte es in dieser Situation nicht ganz genau erkennen, aber es ist durchaus möglich, dass Briegel oder auch Neues geschoben haben. Jedenfalls Freistoßentscheidung direkt an der 16-Meter-Linie und damit natürlich eine gute Gelegenheit für die Ungarn, eventuell den Ausgleich zu erzielen. Bereit die Nummer 9, Fükül, und die 5, der Kapitän Ola. Indirekter Freistoß. Totta. Missverständnis bei den Ungarn, die sich zudem etwas irritieren ließen, dadurch, dass ein Kaiserslauterer Deckungsspieler etwas zu früh nach vorne prellte. Neues. Briegel. Rainer Geier. Neues. Gestrecktes Bein gepfiffen von Herrn Platopoulos. Die Ungarn natürlich geschockt durch diesen Gegentreffer.
gerade als sie ein wenig ins Spiel gekommen waren, auch ein Tor erzielt hatten, das dann allerdings nicht gegeben wurde, dieser Konter zum 0:1. Bongard, Melzer, Riedel, sehr schön. Totta. Die Gelegenheit für die Ungarn, zum Ausgleich zu kommen. Es war sogar, wenn ich richtig gesehen habe, eine unfreiwillige Vorlage eines lauteren Spielers. Hier mit der Hand und dann Sotter, 14 Meter und die zweite Glanzparade von Ronny Hellström. Vierte Ecke für Michkolz und Glück für den ersten FC Kaiserslautern, dass es noch keinen Gegentreffer gegeben hat. Baumgart, Riedel, der jetzt einmal mit Pirrung die Seiten gewechselt hat. Benny Wendt. Das scheint das richtige Mittel zu sein, über die Flügel nach vorne zu kommen. Wenn Riegel, noch einmal der Schwede und Hand. Varodi, Salamon, Ola. Ola bisher der spielbestimmende Mann. Riedel. Gute Zusammenarbeit hier von Schiedsrichter und Linienrichter. Der Linienrichter hat angezeigt, dass der Kaiserslauterer Abwehrspieler gedrückt hat. Freistoß für die Ungarn. Briegel. Santo. Alle 11 Kaiserslauterer Spieler haben und im eigenen Strafraum. Santo versucht es alleine. Gestoppt. Von Neues. Borostjan, der Rechtsaußen, gegen Jürgen Groh. Santo und Salamon. Geier. Führung, Rainer Geier. Abseits. 2-3 Meter im Abseits der Schwede. Gefährlich, was die Ungarn da machen. Für die Zuschauer, die vielleicht etwas später eingeschaltet haben, es steht 0:1. Das heißt, der erste FC Kaiserslautern führt durch ein Tor von Benny Wendt in der 14. Minute, aber schon zweimal hatten die Pfälzer doch einiges Glück, beziehungsweise einen hervorragend reagierenden Hellström, dass sie nicht zumindest den Ausgleichstreffer hinnehmen muss. Jürgen Groh, bisher mit großen Schwierigkeiten gegen Borostjan, er hat ihn noch nicht ganz im Griff. Der Druck der Ungarn wird wieder stärker. Ola, zu weit.
richtig, diese Aktion von Hans-Günther Neuhaus. Es hätte sonst einen Eckball gegeben. Neuhaus. Kaptatopoulos aus Griechenland gefällt mir bisher sehr gut, sehr konsequent. Wieder neue. Von am Strafraum Führung Geier und Wendt, dazu Bongard, Briegel, Neues. Die Ungarn verfolgen dieselbe Taktik, auch sie ziehen sich fächerförmig an den eigenen Strafraum zurück. Hükö gegen Briegel. Und Jürgen Groh. Nicht kontrolliert genug im Moment. Vom 1. FC Kaiserslautern aus der Deckung heraus gespielt. Sonst würden sich öfter solche Konter ergeben. 5 Kaiserslauterer gegen 3 Ungarn. Die Chance für Schumacher. Aber auch er hat nicht die Nerven, diese zahlenmäßige Überlegenheit auszunutzen. Borossian schneller als Groh. Hervorragendes Laufduell zwischen Borossian, dem Rechtsaußen, und Jürgen Groh. Und Jürgen Groh hat es gewagt, im Strafraum einzugreifen, zu einem Tackling anzusetzen und hat dabei regelgerecht den Ball gespielt. Die Ungarn sicherlich mit den größeren Feldanteilen, mit den größeren Torchancen, aber der Gast aus Kaiserslautern führt mit 1:0. Ein Vorsprung, an dem sich eine Mannschaft eigentlich aufrichten können sollte. Neues. Bongard. Einwürfe und Freistöße werden vom FC Kaiserslautern konsequent als Verschnaufpause, als kleine Verschnaufpause genutzt. Bongard gegen Ola. Gut durchgesetzt. Nicht etwa Freistoß für den Lauterer, sondern gelbe Karte für Hannes Bongard. Eigentlich unverständlich, dass sich ein Profi so auf diese Weise eine gelbe Karte einhandelt. Abwinken, meckern, das ist eigentlich etwas, was man sich zumal in einer so bedeutenden Partie ruhig verkneifen könnte. Schumacher. Riedel. Geier.
Lauterer Spieler eigentlich alle mit recht viel Spielraum. Harte Attacke jetzt von Santo gegen Benny Wendt. Jürgen Groh. Herr Platopoulos zeigt an, Benny Wendt soll aufstehen. Und jetzt das einzig Wichtige, was Seppel Pörung da macht. Er spielt den Ball ins Aus. Und die Helfer des ersten FC Kaiserslautern können auf das Feld. Hier noch einmal die Situation, die Attacke von Santo gegen Benny Wendt, der behandelt wird. Wahrscheinlich ein Schritt gegen den Knöchel, aber er wird sicherlich weitermachen können. Eine sehr faire Aktion der Ungarn von Kutaschi, das muss man sagen. Er bringt mit seinem Einwurf den ersten FC Kaiserslautern absichtlich wieder in Ballbesitz. Es ist schön, dass es so etwas bei internationalen Spielen immer noch gibt. Neues. Sicherlich bisher in den vergangenen 29 Minuten kein schönes Spiel. Der Kampf steht im Vordergrund. Hier habe ich es etwas anders gesehen als der Schiedsrichter Pirung. Mit Sicherheit nur den Ball gespielt, der Ungar kam dabei allerdings zu Fall, Freistoß. Viele kleine Unterbrechungen, aber bisher durchaus keine hässlichen, keine gemeinen Fouls. Hannes Riedel bisher noch nicht so gut in Schutz. Wieder Borostjan gegen Jürgen Groh und bereits die fünfte Ecke. Jürgen Groh auch schon ein erfahrener, ein hervorragender Spieler des ersten FC Kaiserslautern mit unerwartet vielen Schwierigkeiten gegen den Rechtsaußen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Jürgen Groh in der Vergangenheit in den letzten Bundesligaspielen, die ich gesehen habe, mit einem Gegenspieler so viele Probleme hatte. Ronny Hellström. Zweimal geprüft bisher und zweimal diese Prüfung mit Glanz bestanden. Wieder dieses Duell. Borostjan gegen Jürgen Groh. Diesmal Groh-Sieger. Riedel. Ja, und da hat der erste FC Kaiserslautern schon wieder Glück gehabt, denn der Ball sprang von einem ungarischen Bein wieder aus der Gefahrenzone und diesmal Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern. Es hätte also gut und gerne bereits 1:1 stehen können. Die Führung für die deutsche Mannschaft ist durchaus als glücklich zu bezeichnen. Riedel, wieder zu lange gewartet mit dem Abspiel. Riedel kommt mit seiner Rolle als Linksaußen bisher überhaupt nicht zurecht. Viele Fehlpässe. Schalamon, Tottar und Neues. Pirung. Die Lauterer Spieler verlieren zu oft den Ball.
wie auch hier wieder Riedel. Die Eintrittskarten hier auf der Tribüne kosten umgerechnet etwa 4 bis 5 Mark. Auf den Stehrängen zahlt man etwa 1,50 Mark. Das ist für ungarische Verhältnisse sogar noch relativ hoch. Pirro. Riedel. Neues, auch das wieder ein Pass, der nicht gut genug getimt war. Und da wird abseits angezeigt in einer Situation, die ich doch etwas anders gesehen habe. Denn Benny Wendt startete erst dann, als Neues den Ball bereits in die mittlere Angriffsposition hereingepasst hatte. Bonga, Riedel, Schumacher. Und zurück zu Ronny Hellström. Neues. Bongard zu zaghaft in diesen Zweikampf hineingegangen, sonst hätte der lange Blonde vielleicht den Ball an seinem ungarischen Gegenspieler vorbeispitzeln können. Jetzt aber wieder die Ungarn mit Kutaschi. Pekete geschoben, nicht gepfiffen. Pekete ein etwas fülliger Spieler, technisch wie alle Ungarn eigentlich recht beschlagen, aber so wie es aussieht, doch etwas laubfaul. Briegel. Ola. Die Freistöße für die Ungarn häufen sich. Noch einmal eine Ermahnung für Bongard, er sollte sich vorsehen. Ola. Neues. Neues hält sich den Kopf. Er hat ja vor einigen Tagen einen Autounfall erlitten und jetzt die Kontermöglichkeit für Rainer Geier. Jetzt müsste er mal den Mut haben, aufs Tor zuzugehen und zu schießen. Ola, Kutaschi, die treibenden Figuren im Mittelfeld bei Miskolc. Sechste Ecke für die Ungarn. Hüke, und jetzt kommen auch wieder die Anfeuerungsrufe der 20.000.
Neu ist bisher sehr stark im Deckungszentrum. Geier und Ecke Nummer 7 der 1. FC Kaiserslautern hat auf seinem Konto bisher erst eine Ecke, aber das zählt letztendlich ja nicht. Der 1. FC Kaiserslautern führt immer noch mit 1:0. Briegel, Führung, gut gemacht vom kleinen Rechtsaußen. Von beiden geschoben, von beiden geschoben. Kutasi, die 4. Briegel gegen Bükel und Wendt. Jetzt einmal Briegel. Und wieder eine große Möglichkeit für den 1. FC Kaiserslautern. 4 rote gegen 2 weiße. Guter Pass von Briegel. Vielleicht etwas zu weit, sodass die Ungarn doch noch nachrücken können. Jetzt müsste Führung es selbst versuchen. Sehr schön. Hervorragende Aktion vom kleinen Lauter rechts außen, aber auch gute Aktion von Torhüter Werep. So muss es sein. Schnelle Konter und dann muss auch die Chance zum Torschuss gesucht werden, wie hier von Führung. Die zweite Ecke für den 1. FC Kaiserslautern, Geier und Führung. Wieder Rainer Geier. Bongard. Kein Abseits, kein Abseits. Anders entschieden allerdings von Herrn Platopoulos. Der ist jetzt in einigen Situationen mit den Gastgebern doch etwas zu gut für meine Begriffe gemeint hat. Santo, der rechte Verteidiger. Borostjan. Und wieder Wendt. Gegen diese schnellen Konter sind die Ungarn empfindlich. Gute Aktion, wiederum von Führung etwas zu weit vorgelegt für Rainer Geier. Aber auch diese Situation hat erneut bewiesen, wie leicht eigentlich den Ungarn doch beizukommen ist. Und ein 2:0 wäre hier sicherlich die Entscheidung. Schumacher löst seine Aufgabe gegen Santo, vielmehr gegen Fekete bisher ausgezeichnet. Lässt sich nicht verwirren. Und Einwurf für den 1. FC Kaiserslautern. Klar zu sehen. Salamon. Toto. Und vielleicht hat er auch eins in letzter Schauspielkunst genommen. Und Melzer bekommt dafür auch noch die gelbe Karte. Es setzt sich im Grunde genommen das fort, was ich eben schon angedeutet habe. Die Sympathien von Herrn Atopoulos verlagern sich doch ein bisschen auf die Seite der Ungarn. Die zweite gelbe Karte für einen Kaiserslauterer Spieler. In diesem Fall sicherlich zu Unrecht gegeben. Benny Wendt ist der Einzige, der bisher mit einer solchen gelben Karte belastet ins Spiel ging. Abstoß. Wieder zu lange gewartet mit dem Abspiel. Bongard. Sehr schöner Pass. Und Rainer Geier. Und erneute hervorragende Reaktion von Torhüter Werep. Beim 0:1 konnte er nichts machen, aber auch hier gegen Rainer Geier hat er glänzend reagiert. Dritte Ecke für Kaiserslautern.
Tonga und Wendt. Ja, und an diesem Ball konnte natürlich Pirung nicht mehr herankommen. Noch etwa 2,5 bis 3 Minuten bis zur Pause und es wäre natürlich wichtig, wenn der erste FC Kaiserslautern diesen Vorsprung mit in die Kabinen nehmen könnte. Hannes Riedel, Briegel gegen Fükö. Briegel, der sich bisher wohlweislich auch fast ausnahmslos auf die Defensive beschränkt hat. Benny Wendt und die vierte Ecke für die Pfälzer. Bongard. Noch einmal Bongard. Und die fünfte Ecke. Vorher geschoben von Schumacher bei seinem Kopfballversuch gegen Tickete. Es geht weiter, nicht gepfiffen. Und Jürgen Groh. Bongard verfolgt vom Libero von Chalamon und noch einmal Einwurf und eigentlich müsste Herr Platopoulos in einigen Sekunden diese erste Halbzeit abpfeifen, vielleicht lässt er wegen der Verletzung von Benny Wendt noch etwas nachspielen. Abstoß. Lässt man diese ersten 45 Minuten noch einmal Revue passieren, so muss man sagen, dass die Führung des ersten FC Kaiserslautern vielleicht ein wenig glücklich ist. Die Ungarn hatten die größeren Feldanteile. Sie hatten auch nach dem 0:1 zwei hervorragende Chancen zum Ausgleich. Aber der erste FC Kaiserslautern hätte, wenn er seine Konterchancen besser genutzt hätte, durchaus noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Vielleicht ist das ein Hinweis auf die zweite Halbzeit, dass man bei einem der Konter, in dem man oft mit einem oder zwei Spielern mehr im Angriff war, das eine oder andere Tor hätte sagen. Es hat eine leichte Verletzung von Benny Wendt gegeben, Mitte der ersten Halbzeit. Sie war aber nicht weiter schlimm. Jetzt wieder Hannes Bongard. Chalamon. Varadi, der Vorstopper, Melzer dazwischen und Jürgen Groh. Neues. Glück gehabt, Hannes Riedel. Rainer Geier, auch er hatte vorher eine glänzende Schussmöglichkeit und wieder eine für mich falsche Abseitsentscheidung vom Schiedsrichter Platopoulos. Freistoß für die Ungarn. Borostjan, der Rechtsaußen, der gefährlichste Angreifer
in der ersten Halbzeit. Freistoß. Ola, der Mannschaftskapitän mit der Nummer 5. Und wieder etwas Stimmung auf den Rängen. Kutaji. Ola gegen Hannes Bongartz, ein Duell, das bisher unentschieden ausging. Und diesmal hat Borostjan seine Dribbelkünste dann doch etwas übertrieben. Ballverlust. Ich habe mich vorher erkundigt, was machen eigentlich die Ungarn von Beruf. Früher war das ja immer so etwas undefinierbar. Die einen sagten, das sind schlicht Profis, die anderen sagten, sie sind bei dem oder jenem, bei der oder jener Firma angestellt. Heute sagt man, sie sind Angestellte des Clubs. Das ist im Grunde genommen die schlichte Umschreibung dafür, dass sie wie die Spieler des ersten FC Kaiserslautern Profis sind. 8000 Forint, das ist etwa das Grundgehalt eines guten ungarischen Fußballprofis. Dazu kann er noch 4000 Forint an Prämien hinzuverdienen. Das sind dann 12.000. Und wenn man berechnet, dass das statistisch errechnete Durchschnittsgehalt eines Ungarn bei etwa 3.700 Forint liegt, so kann man ermessen, dass es den Fußballern doch recht gut geht. Die achte Ecke für Diosdjör Miskolc. Rainer Geier. Füke mit der Nummer 9. Dann wieder Ola. Gute Aktion, jetzt Varadi. Noch ist die Gefahr nicht bereinigt. Füke. Und wieder Glück für den ersten FC Kaiserslautern, dass dieser Ball noch zur Ecke gelenkt werden kann. Die 9. für die Ungarn. Borostjan. Briegel mit einem energischen Einsatz diesmal. Neues. Gestrecktes Bein von Rainer Geier. Aufregung auf den Rängen. Und Trainer Kalli Feldkamp, das können Sie jetzt in dieser Einstellung nicht sehen, hat eben Wolfgang Wolf auf den Weg geschickt, sich etwas warm zu laufen. Es sieht so aus, als sollte eine Auswechslung beim ersten FC Kaiserslautern in Kürze bevorstehen. Salamon, gefährlich, was der Libero der ungarischen Mannschaft da gemacht hat. Ein Ballverlust hätte fatale Folgen haben können. Santo. Wie gesagt, der erste FC Kaiserslautern darf nicht den Fehler machen, sich einschnüren zu lassen. Bongard, Körung, Rainer Geier bietet sich an, gut gesehen. Salamon. Der Libero, der sich für meine Begriffe zu selten mit in die Offensive wagt, aber das kann sich natürlich noch ändern, denn es sind ja fast noch 40 Minuten hier zu spielen. In Miskolc, Füke, die Nummer 9, recht gut beherrscht von Hans-Peter Briegel und wieder ein Foul von Benny Wendt an der Nummer 2 an Santo. Bekete, Neues und Ecke Nummer 10, der Druck. Der Ungarn wird stärker und man sieht es auch an der Reaktion von Hans-Günter Neues, der seine Mitspieler auffordert, doch etwas mehr zu kämpfen. Das gilt natürlich nicht für alle, aber einige
könnten sich doch auch daran erinnern, dass es hier um einiges geht und etwas mehr, den Kampf hervorkehren. Foul in dieser Situation an Ronny Hellström, klar erkannt und auch entschieden von Herrn Platopoulos. Keine Aufregung, Fekete hatte gar nicht erst versucht, nach dem Ball zu springen, er hatte einfach Ronny Hellström versucht, über die Linie zu drücken. Neues. Geier. Ungarn versuchten es eben mit einer Abseitsfalle, deshalb richtig in diesem Moment das Zögern von Rainer Geier. Und das ist für meine Begriffe genau das Verkehrte. Wenn man schon mal in der gegnerischen Hälfte war, sollte man auch versuchen, dort so lange wie möglich zu bleiben. So werden die Ungarn wieder aufrücken und in gefährliche Zonen vordringen können. Briegel. Gute Körpertäuschung von Benny Wendt. Geier gegen Schalamon. Sehr schöne Aktion von Rainer Geier und die Chance für Bongard. Jawohl! Eine tolle Aktion, eine wirklich ganz hervorragende Reaktion von Hannes Bongard. Dieser Alleingang über gut und gern 25 bis 30 Meter und dann die Kaltschnäuzigkeit, mit der der ehemalige Schalker auch noch den Torhüter aussteigen lässt. Eine super Leistung, das kann man in diesem Fall wohl sagen. 2:0 in der 55. Minute. Fekete, Neues. Jetzt müsste das Spiel für den 1. FC Kaiserslautern eigentlich noch einfacher werden, wenn man das so sagen darf. Denn nun sind die Ungarn endgültig gezwungen, ihre Deckung fast total zu vernachlässigen. Was nützt ihnen ein 0:2, ein 1:2 oder vielleicht sogar ein 2:2? Sie müssen hier jetzt auf Teufel komm heraus auf Angriff spielen. Die Anfeuerungsrufe unter den 20.000 sind jetzt total verstummt. Hannes Riedel. Man sollte die Ungarn jetzt durch langes Ballhalten nicht provozieren und das kommt dabei heraus. Glück für Riedel, dass Melzer seinen Fehler wieder gut macht. Die Ungarn offensichtlich konsterniert, gelähmt in ihren Aktionen abseits. Auch das wieder eine dumme Reaktion von Benny Wendt. Er zeigt zwar an, er habe nichts gehört, aber das kann man natürlich einem international erfahrenen Schiedsrichter nicht weismachen wollen. Vielleicht hören Sie es sogar jetzt, gibt es sogar den Schlachtruf, der etwa 20, 30 Kaiserslautra Fans immer wieder FCK singen sie und sie dringen sogar durch, obwohl 20.000 Andersdenkende hier auf den Rängen sitzen, aber sie sind verstummt. Rainer Geier, das Spiel läuft jetzt besser beim 1. FC Kaiserslautern. Doppelpassversuch mit Pirung, aber Schalamon hat aufgepasst. Noch ist nicht zu erkennen, dass die Ungarn gewillt sind oder es beabsichtigen, alles auf eine Karte zu setzen. Noch immer steht Schalamon als Libero, als letzter Mann, etwa 10, 15 Meter hinter seiner Deckungsreihe.
Abseitsposition erneut von Benny Wendt. Zumindest Schalamon müsste sich jetzt mal aus seiner ursprünglichen Rolle lösen und etwas mehr für den Angriff tun. Das scheint sich jetzt auch anzudeuten. Schalamon, die Nummer 3, spielt jetzt direkt gegen Benny Wendt. Man ist also in der Deckungsreihe auf Manndeckung übergegangen. Ola, der Mittelfeldspieler. Neues. Das ist jetzt alles planlos, hilflos. Geier bietet sich an. Rainer Geier, der in den letzten 10, 15 Minuten stärker geworden ist. Tottau, die Nummer 10, man hat nicht allzu viel von ihm gesehen. Das heißt nicht, dass er etwa kein hervorragender Fußballer wäre. Das spricht aber für Werner Melzer. Mittelfeldspieler des ersten FC Kaiserslautern, der den hochgelobten Mittelfeldspieler von Miskolc doch relativ klar unter Kontrolle hat. Ihm kommt natürlich entgegen, dass die Ungarn nicht gerade das Laufspiel bevorzugen. Sie kämpfen, sie rackern, aber wenn es geht, spielen sie lieber aus dem Stand. Görgey. Und Abstoß. Für die neu hinzugekommenen Zuschauer vielleicht noch einmal kurz gesagt, dass der erste FC Kaiserslautern hier bei Diyarbakır Miskolc mit 2:0 führt. Und zwar nach Toren von Benny Wendt, dem Schweden, in der 14. Minute und durch Hannes Bongard in der 55. Minute. Und diese beiden haben jetzt wieder Chance, sogar eventuell auf 3:0 zu erhöhen. Seppelpierung. Sehr schön der Trick und das müsste eigentlich erneut ein Tor geben. Glänzende Reaktion, wie schon zweimal vorher von Torhüter Werep. Aber es sieht zumindest im Augenblick so aus, als sollte es hier eher zu einem 3:0 kommen, als zu einem Anschlusstreffer für die Ungarn. Eigentlich die spielbestimmende Figur bei Miskolc. Dann Kutagi. Und eigentlich auch immer wieder das gleiche Bild. Der Spielfaden, wenn es so etwas überhaupt gibt, bei den Ungarn ist total gerissen. Der erste FC Kaiserslautern bestimmt eindeutig das Spiel. Und wieder eine Abseitsposition von Hannes Riedel und Benny Wendt. Bestimmt das 7. oder 8. Mal, dass sich ein lauterer Spieler in Abseitsposition wiederfand. Tata gegen Melzer, wieder gescheitert. Eigentlich der erste gefährliche Distanzschuss von Seiten der Hausherren abgegeben von der Nummer 5 von Ola, aber auch da fehlten gut und gerne 2-3 Meter.
geschoben von Salomon und auch gepfiffen. Allerdings in die umgekehrte Richtung. Was soll's, wird sich der Benny Wendt sagen. Wir führen ja 2:0 und das reicht. Auch Jürgen Groh ereifert sich da völlig zu Unrecht. Ola. Gute Aktion in diesem Fall. Ronny Hellström und dann Groh. Wieder der Gegenspieler von Hannes Bongard. Varodi. Und Salomon. Es sieht so aus, als glaubt sie selbst nicht mehr an die Chance, hier noch einmal das Blatt zu wenden, wo noch gut und gern 25 Minuten zu spielen sind. Spielstand 2:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Neues. Dias Gyor-Müskolz hat bisher zwei Mannschaften ausschaltet. Den österreichischen Vertreter Rapid Wien und dann die United, und der 1. FC Kaiserslautern setzte sich gegen den FC Zürich und Sporting Lissabon durch. Beide Mannschaften haben bisher im diesjährigen Europapokalwettbewerb noch nicht verloren. Die Ungarn haben sogar alle ihre Spiele sowohl auswärts als auch daheim gewinnen können. Rainer Geier. Wendt, noch einmal Geier. Links bietet sich Hannes Riedel an, jawohl. Santo, rechter Außenverteidiger. Hannes Bongard greift ihn an. Und wenn das so weitergeht, kommt der 1. FC Kaiserslautern hier heute Mittag wohl kaum noch in Bedrängnis. Wieder Neues. Jürgen Groh. Auch von Borostjan, dem Rechtsaußen, der ihm in der ersten Halbzeit so sehr zusetzte, ist im Moment nicht mehr allzu viel zu sehen. Es ist überhaupt so, dass den Ungarn offensichtlich jetzt ein Mann fehlt, der die Kraft und auch die Nerven hat, hier noch einmal das Heft in die Hand zu nehmen, seine Spieler zu dirigieren, anzufeuern. Es ist alles ohne Schwung, ohne Elan. Es sieht fast so aus, als hätten die Ungarn gar nicht damit gerechnet, überhaupt hier einmal in Rückstand, in doch jetzt so hoffnungslosen Rückstand gekommen zu sein. Schlecht, was Ronny Hellström da gemacht hat. Ja, da kann sich Ronny Hellström bei Seppel Führung bedanken, dass sein Mitspieler so aufgepasst hat. Wenn Salomon zögert mit dem Angreifen, noch einmal Wenn, sehr schöner Hakentrick, und Hannes Riedel. Hannes Riedel. Gehört heute Mittag sicherlich zu den etwas schwächeren Akteuren beim 1. FC Kaiserslautern. Sicher hat er seine Aufgabe zum großen Teil erfüllt, nämlich den offensiven Außenverteidiger Santo
an der Entfaltung zu hindern, aber nach vorne bringt der kleine Mann mit der Nummer 11 heute Mittag nicht allzu viel. Zwei Ungarn machen sich jetzt an der Seitenlinie warm. Die Nummer 13 und die Nummer 14, Trainer Gesa Szabo, versucht also alles. Bevor der Freistoß ausgeführt wird, jetzt die Auswechslung. Es kommt mit der Nummer 13. Und mit der Nummer 6, Varro, die 6 und 8 also aus dem Spiel genommen, 20 Minuten vor Schluss. Neues. Das Spiel hat natürlich jetzt nicht mehr das Format der ersten 45 Minuten. Der erste FC Kaiserslautern mit diesem 2:0 Vorsprung im Rücken kann sich natürlich jetzt schon in gewissen Grenzen natürlich für das nächste Punktspiel am Samstag in Uerdingen schonen. Und die Ungarn erwecken eigentlich nicht den Eindruck, als wenn sie den Mut und die Nerven aufbringen würden, hier noch einmal alles zu wagen, alles zu riskieren. Groh. So, die Pfälzer sollten sich natürlich auf der anderen Seite auch davor hüten, jetzt die Sache zu leicht anzugehen, lässig zu werden. Salamon, Kutagi. Und aus dieser Distanz kann man Ronny Helfer wohl kaum bezwingen. Bongas, Rainer Geier. Ball in den eigenen Reihen halten. Seppel Pirung heute mit einer guten Leistung bisher. Es müsste sich ein Mitspieler mal anbieten. Immer noch Pirung, jetzt kommt Schumacher. Borossian. Kein Vorteil gegeben. Freistoß für den ungarischen Rechtsaußen. Füke. Auch er in den letzten 10, 15 Minuten immer mehr untergetaucht. Geier. Eckball Nummer 11. Auf dem Konto des ersten FC Kaiserslautern stehen deren 5, alle aus der ersten Halbzeit. Aber man muss es immer wieder betonen, die Tore zählen und da steht es halt 2:0 für die Bundesligisten. Eckball
Nummer 12. Neues hinter ihm, Michael Schumacher. Fekete, er drückt sich immer in der Nähe des Torhüters herum. Briegel. Und Nummer 13. Füke. Schalamon schießt seinen eigenen Mitspieler an. Schalai. Und Geier. Guttagier. Schumacher. Neues. Foul von Benevent, jawohl. Teodoro, der neue Mann mit der Nummer 14. Borostjan. Noch einmal Borostjan. Und noch vor Überschreiten der Torauslinie. Geklärt. Es scheint sich also das zu bewahrheiten, was mir der ungarische Kollege vorher erklärt hat. Miskolc hat keinen gefährlichen Goalgetter in der Sturmmitte. Zwar zwei hervorragende Außenstürmer, aber im Angriffszentrum, da hapert es dann doch. Und so war es im Grunde genommen relativ einfach, die Angriffsreihe von Miskolc in Schach zu halten, zumal auch die Mittelfeldspieler einigermaßen durch ihre Gegenspieler gebunden waren. Dieses Mal ein absichtliches, vielmehr ein unabsichtliches Foul eines Ungarn. Es war nicht so gemeint. Er hatte mit der Körpertäuschung von Seppelführung ganz einfach nicht gerechnet. Und Freistoßentscheidung zur Entfernung etwa 23 Meter. Bereit stehen die Spezialisten Benny Wendt mit der 9, Hans-Günther Neues. In der Bundesliga gefürchtet wegen seines hervorragend harten und platzierten Schusses. Neues. Aber auch Benny Wendt kann schießen, das hat er oft genug bewiesen. Noch 13 Minuten. Der 1. FC Kaiserslautern führt mit 2:0 durch Tore von Wendt und Bongard. Geier. Schalai gegen Neues. Gute Flanke. Etwas zu dicht vor das Tor gezogen. Von der Nummer 13 von Jürgen Miskolc. Michael Schumacher. Achtung, diesmal kein Abseits. Also mit der Abseitsfalle kommen die Lauterer Spieler nicht so gut zurecht. Immer wieder wird der richtige Moment zur Ballabgabe verpasst. Oder man muss sich ganz einfach mal entschließen, es auf eigene Faust zu versuchen. Und jetzt wird auch in Kürze beim 1. FC Kaiserslautern ausgetauscht. Trainer Kalli Feldkamp hat bereits angezeigt,
wer heraus soll. Die Nummer 11, Hannes Riedel, der sicherlich schon wesentlich bessere Partien im Dress des ersten FC Kaiserslautern geliefert hat. Aber es läuft natürlich auch nicht an allen Tagen gleich gut. Melzer. Theodoru. Was mir bei den Ungarn negativ auffällt, ist, dass sie immer das gleiche Tempo gehen. Es gibt kein Verzögern, es gibt kein Schnellmachen des Spiels. Es ist immer ein gleichförmiger Trab, der da vorgeführt wird. Jetzt haben die Ungarn sogar noch Zeit zu dem einen oder anderen kleinen Kabinettstückchen. Füke, Theodoru, Schanto und Hellström. Hellström fehlerlos in der ersten Halbzeit mit zwei großartigen Paraden. Und ansonsten auch sehr sicher. Jetzt die Chance zum 3:0. Pirong, wieder abseits. Wieder abseits. Und jetzt die Auswechslung. Hannes Riedel geht vom Feld. Und Arno Wolf mit der Nummer 14, hier groß im Bild, kommt für ihn hinein. Die zweite gefährliche Aktion von Mittelstürmer Füke. Hier sehen wir es noch einmal. Das waren doch immerhin 25 Meter. Jetzt die Auswechslung. Arno Wolf hier mit der Nummer 14. Für den Linkshausen, für Hannes Riedel. Herr Platopoulos aus Griechenland hat sicherlich nicht schlecht gepfiffen, nicht gegen den ersten FC Kaiserslautern gepfiffen. Aber wenn es mal kleine Unsicherheiten gegeben hat, für wen der Freistoß nun wohl sein soll, so war er meistens zugunsten der weiß gekleideten Ungarn. Jetzt muss er es alleine machen. Ja, aber allein gegen vier, das ist natürlich auch zu viel. Wieder Freistoß, das Spiel schleppt sich jetzt so dahin. Noch 7 Minuten. Bongard, Jürgen Groh, der sich jetzt sogar mal in die Offensive traut. Michael Schumacher, rechter Außenverteidiger, seine Aufgabe sehr gut gelöst heute gegen Tekete.
Tata. Und jetzt Arno Wolf. Dieser Ausfall gibt dem ersten FC Kaiserslautern Gelegenheit, erneut auszuwechseln. Für Hannes Bongard, den Schützen des 2:0, kommt 6 Minuten vor dem Ende Arno Wolf mit der Nummer 13. Wolfgang Wolf und Arno Wolf, also das Brüderpaar, jetzt auf dem Platz. Beifall für Hannes Bongard, Beifall vor allen Dingen auch von seinen Mannschaftskollegen, die auf der Bank sitzen, ihm übers Haar streichen und ihm nochmal sagen, Mensch Hannes, das war ja ein sensationelles Tor, was du da zum 2:0 gemacht hast. Wolfgang Wolf ganz allein jetzt in der Sturmmitte, ein bisschen überrascht, dass er so frei stand und auch noch den Ball erhielt. Tatar, die Nummer 10. Borostjan, Ola und Briegel. Rainer Geier, Arno Wolf zu seinem Bruder und wieder ein Konter. Jawohl! Es wäre ganz interessant gewesen, vielleicht mal eine Strichliste anzufertigen, wie oft die Stürmer des 1. FC Kaiserslautern ins Abseits gelaufen sind. Es ist bestimmt inzwischen ein Dutzend Mal so gewesen. Schalay. Und auch von diesen Aktionen hätte man eine Liste führen können. Schlecht getimte Pässe, schlecht getimte Flanken, die meist oder oft zumindest hinter dem Tor von Ronny Hellström landen. Rainer Geier. Melzer. Arno Wolf. Wenn. Neues. Es geht jetzt fast wie im Training. Kaum noch Gegenwehr oder praktisch gar keine Gegenwehr mehr von den Ungarn. Und ein Foul. Zur Entfernung 20 Meter. Rainer Geier. Noch 2,5 Minuten. 2:0 führt der 1. FC Kaiserslautern. Sicherlich ein Ergebnis, mit dem man auch in den eigenen Reihen nicht gerechnet hatte. Die Ungarn waren eine unbekannte Größe. Man wusste nur, sie stellen das Gerippe der Nationalmannschaft, bisher ungeschlagen im Europacup. Ich weiß nicht, was diese Hektik jetzt soll. 2 Minuten vor dem Ende. Kutaschi noch einmal auf die Nummer 11, auf Fekete. Theodoru mit der Nummer 14. Und die Gelegenheit. Guter Schuss von der Nummer 14 von Theodoru.
die Ränge hier im Stadion von Miskolc leeren sich jetzt immer mehr. Die Enttäuschung ist groß auf den Rängen. Man hatte sich eigentlich gewünscht, hier Kaiserslautern ausschalten und dann in der nächsten Runde, im nächsten Jahr, Bayern München, das war hier das große Zauberwort. Aber diese zweite Runde, oder vielmehr die vierte Runde, ist für die Gastgeber, für den VCK Diósgyőr Miskolc sicherlich nach dieser Heimniederlage, und daran wird sich nichts mehr ändern, in weite, weite Ferne gerückt. Der erste FC Kaiserslautern hat seine Stärke, seine Auswärtsstärke im Europapokal erneut unter Beweis stellen können. In Zürich gewonnen, in Lissabon unentschieden gespielt. Auch dort hätte man gewinnen können. Und hier nun in Ungarn erneut ein Sieg. Die Ausgangslage für den Pfälzer Bundesligisten ist damit natürlich ganz ausgezeichnet. Das war der Schluss für Pfälz. Sogar ein bisschen untergegangen. Der erste FC Kaiserslautern gewinnt in Ungarn mit 2:0, verschafft sich damit eine glänzende Ausgangsposition für das Erreichen der nächsten Runde. Und wahrscheinlich wirkt sich dieser Sieg sogar auch stimulierend auf die Leistungen in der Bundesliga aus. Freundlicher Beifall, allerdings zaghafter freundlicher Beifall von den Rängen für die Gäste. Mannschaftskapitän Neues, auch er strahlt über das ganze Gesicht. Der erste FC Kaiserslautern wird sich jetzt nur ganz kurz hier duschen, dann sofort mit dem Bus die etwa 180 Kilometer lange Reise nach Budapest antreten, dort hoffentlich das Flugzeug nach Deutschland noch erreichen und dann vielleicht sogar am Abend in der Bundesrepublik schon wieder mitzuerleben, wie die anderen vier UEFA Cup.